Hey, Andreas von grün-und-gesund.de. Schön, dass du dabei bist. Krankmachender Mund ist das Thema heute. Wusstest du, dass über 50% der 35- bis 44-Jährigen in Deutschland an Parodontitis, also Zahnfleischentzündung, leiden? Und wusstest du, dass die Bakterien sich im ganzen Körper verteilen können, die da im Mundraum entstehen und sich zu Hause fühlen und für unterschiedlichste chronische Krankheiten Ursache sein können? Ich freue mich auf eine Einladung zu einem Interview bei Peter Albers. Er ist Heilpraktiker und Experte für Mundgesundheit und wird uns aufzeigen, was für einfache Mittel wir das unternehmen können, um wirklich mehr Gesundheit zu erlangen. Und ja, kommt einfach mit, los geht's. So, ich bin jetzt hier angekommen in der Praxis von Peter Albers. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns hier informieren wollen über das Thema Mundgesundheit. Wir haben ja gehört, es ist unglaublich verbreitet, dieses Thema. Und Sie sind ja nicht nur Experte für Mundgesundheit, Sie sind ja auch zertifizierter Botschafter der Mundgesundheitsstiftung. Und ja, direkt als erste die Frage vielleicht mal an Sie: Warum ist der Mundraum denn so gefährdet überhaupt? Ja, wir haben ungefähr 500 Millionen Bakterien in unserem Mundraum. Die kommen einmal durch die Nahrung praktisch in den Mund, dann durch Getränke, Atmen. Über Küssen möchte ich jetzt nicht unbedingt sprechen, aber das ist auch ein schöner Austausch. Das ist quasi wie so ein Haupteinfallstor. Ne? Richtig, das ist wie ein Einfallstor. Und ich habe in meiner Suche für die Gesundung der Menschen eigentlich immer geguckt, wie kann ich ganz vorne anfangen? Und mein Slogan ist auch: Gesund beginnt im Mund. Und da fängt das Übel eigentlich an. Ja? Und diese Viren, Bakterien, Pilze, die wir da aufnehmen, die können, je rauer die Zähne sind, und das ist das Hauptproblem, wenn die Zähne praktisch durch abrasive Stoffe aufgeschmirgelt werden, das ist wie eine Pfanne, eine Edelstahlpfanne, die ich mit einem groben Topf sauber mache, dann können die da auch besser haften. Und dadurch entstehen dann eben Entzündungen, weil diese Bakterien, die setzen dann Gifte frei, nennen sich Endotoxine, und die sind dann hochaggressiv. Und deswegen ist der Mundraum eigentlich am gefährdetsten. Das heißt, also es kommt wirklich durch Essen, durch Atmen. Ich muss jetzt irgendwie nicht irgendwie was besonders Schlimmes machen. Im Prinzip sind einfach überall. Aber dadurch, dass ich Nahrung aufnehme, kommen sie einfach über den Mund rein. Ganz genau. Ja. Ja. Okay. Jetzt ist unser Körper hat ja ein Immunsystem. Was für natürlichen Schutz gibt es denn da gegen die Bakterien? Das ist einmal unser Speichel, wobei wir da schon wieder beim Thema sind, Leute mit verringertem Speichelfluss, die sind dann schon nicht ganz so gut ausgestattet. Dann unsere Mundschleimhaut als natürliche Schutzbarriere, sofern sie denn intakt ist. Und unsere körpereigene Immunabwehr, sofern die auch vernünftig funktioniert, so wie es sich gehört. Ja. Das heißt, da werden dann wirklich auch die Bakterien bekämpft, und sag mal, wenn das Immunsystem in Ordnung ist, ist der Schutz dann ausreichend? Nein, leider nicht, wobei der dann deutlich besser ist. Also wir haben Untersuchungen, wir können das testen, dass Leute, die sich sehr gut versorgen, mit, sei es jetzt über Ernährung oder Nahrungsergänzungen, wo ich ein großer Fan von bin, da haben wir also auch tatsächlich Belege, dass dann die Entzündungen deutlich verringert sind, wenn überhaupt. Aber also das ist halt Entzündung, von denen Sie jetzt sprechen, das sind ja schon die Auswirkungen. Ne? Mhm. Also sprich, jetzt haben Sie gesagt, also die Abwehrschwäche, ich kann ja auch in der Abwehrschwäche leiden, das gibt es ja auch, ist ja auch weit verbreitet. Ja? Also, oder unausgewogene Ernährung kann ja auch ein Fall sein. Oder schlechte Mundhygiene oder falsche Mundhygiene. Also dadurch kann es dann kommen, dass, wie Sie gerade ansprachen, die Entzündungen sozusagen im Mund dann stattfinden. Und diese Entzündung ist dann die Parodontitis oder Parodontose, ist das richtig? Ja, voraus geht immer eine Parodontitis, also eine Itis. Itis ist alles, was mit Entzündung zu tun hat. Das Zahnfleisch entzündet sich durch die aggressiven Bakterien, Viren, Pilze und auch deren Ausscheidungen, die da eben halt kommen. Und im Mundraum haben wir halt einfach keine Toilette. Die Bakterien, die müssen halt ihre Stoffwechselprodukte irgendwie loswerden. Und dadurch kommt es zu Entzündungen, die schädigen das Zahnfleisch zum einen. Dann wird eine Kaskade gestartet, die dafür sorgt, dass das Zahnfleisch sich ein bisschen zurückbildet, um diese Bakterien eben einfach freizulegen. Da reden wir dann von Zahnfleischabbau, was ja auch ein Riesenthema ist mittlerweile. Ja, die Zahnhälse werden immer freier. Richtig, ganz genau. Und diese Entzündungen zerstören dann irgendwann den Knochen. Und Parodont ist ja der Zahnhalteapparat. Mhm. Und dann reden wir von einer Parodontose, die aus einer Parodontitis entstanden ist, wo dann wirklich der Knochen abgebaut worden ist.
Also sprich, diese Zahnfleischentzündung ist erst der Anfang, ja? Genau, da fängt es dann an. Das Fatale ist, man kann es sehr schlecht erkennen. Wenn man ein bisschen noch Glück hat, in Anführungsstrichen, dann bluten die Zähne. Dem wird aber eher seltener Bedeutung beigemessen. Es ist fatalerweise so, Zahnfleischbluten, naja, aber wenn es aus dem Darm blutet, dann wird gleich jeder nervös. Mhm. Und das ist das Problem. Und wenn der Zahnhalteapparat nicht mehr so ist, wie er sein sollte, dann werden die Zähne locker und man verliert die. Und wir wissen, dass bis zum 60. Lebensjahr die Menschen durchschnittlich nur noch 20 Zähne haben. In der Altersklasse 65 bis 74 nur noch 17. Mhm. Das ist ziemlich wenig. Tja, von 28, die wir ohne die Weisheitszähne haben. Ja, also ich glaube, eins der Hauptprobleme ist auch wirklich, dass diese Zahnfleischentzündungen erst überhaupt nicht wehtun. Ja, und man deshalb der ganzen Sache auch irgendwie nicht nachgeht. Und wie Sie sagten, mit diesem Zahnfleischbluten, das ist ja schon fast normal. Man macht, was ein bisschen Zahnseide, sowas, dann blutet es halt so ein bisschen, aber dem wird irgendwie kaum Aufmerksamkeit geschenkt, auch beim Zahnarzt irgendwie nicht. Also habe ich zumindest immer den Eindruck, eigentlich ist es ja, wenn es blutet, schon viel zu spät. Es müsste ja eigentlich schon, muss ja schon weiter vorne eigentlich anfangen, die Entzündung. Ist ja auch schon ein weiterer Schritt. Ja, also, aber jetzt nochmal zurück zu den Auswirkungen von diesen Zahnfleischentzündungen. Sie haben gesagt, gut, also es kann jetzt zurückgehen im Mundraum, aber die Bakterien, ich schlucke sie ja auch runter und die gehen ja auch über die Blutbahn rein. Was für Auswirkungen hat das noch? Also das hat generalisierte Auswirkungen bis hin zu chronischen Erkrankungen. Also bei mir jetzt mittlerweile in der Praxis alle Patienten, die mit chronischen Erkrankungen kommen, die kommen an einem Test auf zur Früherkennung von parodontalen Erkrankungen einfach nicht mehr vorbei. Da diskutiere ich dann auch äußerst ungern. Und bis hin zu Herz-Kreislauf-Problemen, Diabetes, Arthritis, Arthrose. Man hat Schwangerschaftsfrühabbrüche. Man hat in abgegangenen Föten Dentalkeime gefunden, die da eigentlich gar nichts zu suchen haben. Man hat in Kniegelenken, Dentalkeime gefunden und ist dann da langsam mal aufmerksam geworden und gesagt, ja, wie kommen die denn da hin? Ja. Und wo kommen die her? Sicherlich nicht von außen, sondern die kommen von hier oben über die Blutbahn, übers Lymphsystem, kommen die halt generalisiert überall hin. Und Diabetes zum Beispiel ist auch gibt es eine Verbindung. Und man weiß auch, ja. Und Diabetes selber und Parodontitis ist das Sterberisiko 7,5-fach erhöht. Mhm. Jetzt habe ich ja eingangs erwähnt, dass über 50% der 35- bis 44-Jährigen in Deutschland Parodontitis oder Parodontose haben, also Zahnfleischentzündung. Es ist also sehr, sehr groß, diese Verbreitung, dass dem vielleicht nicht so Aufmerksamkeit geschenkt wird. Ich meine, da wollen wir jetzt ein bisschen entgegenwirken, dieser ganzen Thematik. Aber eine Frage ist jetzt, die sich sicherlich jeder der Zuschauer stellt, was kann ich denn tun, um jetzt rauszufinden, ob ich selbst betroffen bin, ob ich eine Zahnfleischentzündung habe? Was gibt es da für Wege? Ja, das Problem ist, man kann es eben im Frühstadium nicht sehen. Ich sage dann manchen Leuten schon mal, erkennen Sie eine Schwangere in der ersten Woche? Das schafft vielleicht die Mutter von der Frau, die guckt ihre Tochter an und sagt, du bist schwanger, da weiß sie das noch nicht mal selber. Das Problem ist, wenn man es denn dann sieht, dann ist es meistens schon sehr spät. Und dann wird es schwierig, das wieder zu revidieren, also zurückzuholen. Und unsere Stiftung, die hat jetzt praktisch auch einen Test entwickelt, wo wir in Form von einer Früherkennung das sehr frühzeitig sehen können. Da kommen auch die Zahlen her. Und es sind ja nicht nur 52,7% bei der Altersgruppe, die Sie genannt haben, sondern 87,8% bei den 65 bis 74-Jährigen. 87%? 87%. Wahnsinn. Ja. Ein Großteil davon ist halt einfach unerkannt, beziehungsweise dann, wenn das Kind schon, wie man so schön sagt, wirklich in den Brunnen gefallen ist. Ja, das heißt, ich hab also, und Sie haben es eben genannt, was ich Diabetes, auf Gelenke ganz drauf gehen, auf alles Mögliche, und dem wird dann nachgegangen, aber die eigentliche Ursache kann dann eben auch mit dem Mundhygiene eben oder den Entzündungen im Mundraum wirklich zusammenhängen, ja? Ja. Ja, es gibt ja auch Untersuchungen, oder es ist in der Naturheilkunde bekannt, dass die Zähne auch den Organen zugeordnet sind. Okay. Man, der Körper ist hochkomplex und es kann immer unterschiedliche Sachen haben, aber auf der Suche danach ist es auf jeden Fall wert, dahin zu gucken. Und Parodontose, ganz klar, die Keime, wenn die im Körper sind, überall gefunden werden, klar, dann muss man diesen Entzündungsherd natürlich dann stoppen, weil es kommt ja immer wieder nach. Ich schlucke ja permanent und immer wieder sind die Bakterien im Körper da und belasten mich und halten mein Immunsystem von der eigentlichen Arbeit ab.
Ja, genau. So, jetzt haben Sie gerade diesen Test angesprochen. Was ist das für ein Test? Kann den jeder machen? Den kann jeder machen, der funktioniert im Prinzip wie ein Schwangerschaftstest, außer wie mal jemand gesagt hat, muss ich jetzt da drauf pinkeln? Nein, natürlich Ja, können nicht. wir uns den mal angucken, irgendwie diesen Ja, Test? den habe ich hier stehen Das ist der, und ja. ja, der sieht halt so aus. Man sieht hier, es ist Probiert den einfach einfach, ein ja, ganz genau, es Streifen. kommt ein bisschen Speichel drauf und 5 Minuten später habe ich ein Ergebnis mit einer Sicherheit von über 90%. Das ist für mich ganz wichtig. Weil das ist studiengesichert, über 100 Studien, 800 medizinische Studien, dass der auch tatsächlich funktioniert. Also einen Test kann ja jeder entwickeln, aber der muss ja Ja. natürlich auch funktionieren. Er muss eine hohe Genauigkeit haben Ja. und das haben wir hier. Ja. Okay. Kostenpunkt, kann man was sagen, ungefähr? Der liegt so ungefähr bei 29 Euro im Wir Internet. können einen Link auf jeden Fall einblenden, wo Ja, man drüber bestellen kann. Gut, ganz also genau. Link gibt es unten drunter. Wer da Interesse dran hat, der kann diesen, wie heißt der jetzt, PerioSafe, nennt der ist entwickelt worden von der Mundgesundheitsstiftung. Und das ist sicherlich eine gute Sache, um einfach mal zu gucken. Ob man jetzt eben betroffen ist davon oder nicht. Ja, und es ist Ja. ein spezifizierter Test auf das Enzym Kollagenase 2, was eben dafür sorgt, dass gezielt Zahnfleisch abgebaut wird. Das heißt, wenn der anspricht, dann heißt es noch nicht, dass mir morgen oder übermorgen die Zähne ausfallen, aber die Kaskade ist gestartet. Und das ist der Charme bei der ganzen Geschichte, weil ich habe auch immer gesucht, wie kann ich mit möglichst wenig Aufwand etwas tun, was ich sowieso jeden Tag tun muss. Da kommen wir dann auch noch mal ein bisschen zum Zähneputzen. Wie kann ich da noch was machen? Und wie kann ich frühzeitig dagegen steuern, bevor Ja. ich jetzt die Patienten zum Arzt und sage, könnte sein, dass da irgendwo ein Zahnhärte Ja, ist. weil das ist genau die Frage. Wenn ich jetzt diesen Test mache und gehöre jetzt zu dieser, wahrscheinlich die Mehrheit quasi, die davon Ja. betroffen ist, leider, wenn das jetzt der Fall ist. Also ich gucke jetzt drauf, es ist positiv, ich habe Entzündung im Mund und möchte jetzt was dagegen tun. Was habe ich denn für einfache Möglichkeiten, um dagegen zu steuern? Was empfehlen Sie Ihren Patienten? Ja, also wenn jemand zusätzlich zur professionellen Zahnreinigung aktiv sich an dem Prozess seiner Gesundung beteiligen will, dann machen eigentlich alle die Sachen Sinn, die einen antibakteriellen Effekt haben. Kamillentee ist bekannt, dass der Also als antientzündlich Mundspülung ist, quasi als dann. Mundspülung, man nicht nur zum Trinken, sondern wirklich auch zum Spülen. Ja. Dann, wenn wir gerade bei Mundspülung sind, die Stiftung hat also auch eine Mundspülung entwickelt mit mikronisiertem Silber. Silber ist bekannt, dass es einen antibakteriellen Effekt hat. Und die alten Amazonas-Indianer haben schon mit Silber geheilt, beziehungsweise versucht, Wunden steril zu bekommen. Und nicht ohne Grund haben sterile Wundauflagen eine Silberbeschichtung. Ja. Das ist noch eine Möglichkeit, praktisch mit einem Mundwasser zu arbeiten, um das alles aktiv zu unterstützen. Dann gibt es noch Zystus-Tee oder den Wirkstoff der Zystuspflanze. Da kann man sich, und ganz viele Leute haben auch selber schon Erfahrungen gemacht mit irgendwelchen Antibakteriellen. Man sollte sich den Mund natürlich jetzt nicht mit einem Desinfektionsmittel ausspülen. Ja. Oder die Leute, die eben keinen Kamillentee mögen, die können dann halt andere Sachen machen und natürlich immer wieder pflegen, putzen, sauber halten. Ja, okay. Gut, dieses erwähnte Mundwasser, dann setze ich auch gerne einen Link unten drunter, wer sich dafür interessiert. Und natürlich ist es auch so, wenn ich jetzt mein Immunsystem einfach stärke, über gesunde Ernährung, natürliche Ernährung, wo ich eben auch für stehe und informiere, zum Beispiel die grünen Smoothies, dann habe ich einfach auch mein Immunsystem stark und bin da einfach vielleicht schon besser ausgerüstet als jemand, der einfach da auf die Ernährung nicht so achtet und einfach da ein schwächeres Immunsystem hat. Der ist wahrscheinlich auch anfälliger eher für solche Symptome. Aber ich denke mal, es ist einfach ja, sehr, sehr verbreitet, haben wir in den Zahlen gehört. Und es lohnt sich da wirklich auch, diesen Test zu machen und eben diese Maßnahmen, die Sie jetzt gerade genannt haben, zu ergreifen. Jetzt haben Sie gesagt, Sie empfehlen Ihren Patienten da eine Lösung. Was genau ist das? Was ist das, was Sie da so überzeugt, was Sie den Patienten da mitgeben, um eben dagegen zu steuern gegen diese Entzündung? Das, was ich favorisiere, ist das meiner Meinung nach am besten praktikabelste Verfahren mit dem höchstmöglichen Nutzen. So, und das ist wahrscheinlich auch, was Sie Ihren Patienten empfehlen. Ja. Stellen Sie es doch mal vor, diese Lösung, die Sie da favorisieren. Was Ja. kann man da tun? Also es ist eigentlich im herkömmlichen Sinn keine Zahnbürste mehr, wobei wir das trotzdem den Begriff benutzen. Wir sind eigentlich angehalten zu sagen, es ist ein Ultraschallreinigungsgerät für die Zähne und das auch noch in Zahnarztqualität.
Letztendlich ist es aber eine Zahnbürste im herkömmlichen Sinn, aber eine ganz besondere. Wir reden hier von einer Ultraschallzahnbürste. Ja, können wir uns die mal angucken? Ja, klar. Hier haben wir eine stehen. Das ist jetzt die für Tiere, ist die übrigens auch entwickelt worden. Ja, für Tiere gibt es die hier. Die gibt es auch, ja. Dann machen sie einen Hund mal den Zahnstein weg. Und das ist die, die ich auch kenne, die ich bei mir auch sogar mittlerweile im Einsatz habe. Aber erzählen Sie uns dazu, zu dieser Zahnbürste. Was ist das Besondere jetzt daran? Also das Besondere ist die Anzahl der Schwingungen. Eine Schallzahnbürste, die viele kennen, die auch oftmals beworben wird. Die Hersteller, die darf ich ja jetzt so nicht nennen, aber das weiß jeder. Oder Silvi van der Vaart beschäftigt sich da gerne mit. Es gibt ja einige Ultraschall, oder es wird einfach so benannt, Ultraschallzahnbürste. Und das ist jetzt auch eine Ultraschallzahnbürste. Nee, das ist die Ultraschallzahnbürste. Es gibt keine andere. Alle anderen sind kein Ultraschall. Wir haben die Patente, Gott sei Dank, darauf. Es darf auch keiner groß nachbauen. Im Übrigen ist eine deutsche Firma, deutsche Ingenieurskunst, seit über 20 Jahren auf dem Markt und haben jetzt vor ungefähr 10 Jahren haben die dieses Gerät entwickelt, hat sich jetzt immer weiterentwickelt, das ist jetzt schon die dritte Generation. Und der Unterschied zwischen Schall, was die meisten kennen, und Ultraschall ist die Anzahl der Schwingungen. Eine Schallzahnbürste schwingt von 20 bis 40.000 Schwingungen pro Minute, das bezeichnet man auch mal als hartem Schall, wird von vielen, und da kriege ich auch die Rückmeldung auf den Messen, wo ich schon mal bin, als unangenehm empfunden, weil der so ein bisschen, die Allgäuer sagen, der bitzelt, also er pickt so ein bisschen, ist recht laut und wird halt als unangenehm empfunden. Wir schwingen hier mit 96 Millionen, das ist mal eben um Faktor 2500 höher. Das ist also eine ganz andere Liga. Und weil die so hoch schwingt, ist das ein weicher Schall, der wird auch eigentlich gar nicht gemerkt von den Leuten. Und weil man den nicht merkt, haben die Leute auch am Anfang oder die Menschen gesagt, ja Moment mal, ich höre nichts, ich sehe nichts, ich rieche nichts, ich schmecke nichts. Davon soll mein Zahnstein zumindest eingedämmt, manchmal geht er sogar richtig gut weg. Zahnfleischbluten soll verschwinden und da habe ich halt auch die Rückmeldung oder Zahnfleischentzündungen etc. Glaube ich nicht. Und deswegen ist in diesem Gerät jetzt hier ein Motor drin, der keine einzige Funktion hat. Der hat eigentlich nur die Funktion, dass wir Menschen, es muss immer knallen, zischen und rauchen. Das heißt, wenn man sie jetzt mal anmacht, ich halte mal hier das Mikrofon dran, also man hört, macht so ein Geräusch, ne? Aber eigentlich, wenn man sich jetzt die vergleicht mit der für Tiere, da hören sie gar nichts. Die tut das genau nicht. Die ist jetzt auch in Betrieb. Ja, Licht leuchtet, aber man hört nichts. Ja? Genau. Aber trotzdem, der Ultraschall kommt jetzt hier oben aus den Borsten raus. Genau. Die Zahnpasta spielt ja auch eine entscheidende Rolle, die mit dabei verwendet wird. Richtig. Allein, also nochmal ganz kurz zum Ultraschall selber. Der Ultraschall ist bekannt, dass der eine antibakterielle Wirkung hat. Warum? Er setzt die Viren oder Bakterien in so eine hohe Schwingung, dass die Zellmembran platzt. Wobei ein Virus hat ja keine eigene, aber beim Bakterium auf jeden Fall platzt die Zellmembran. Und ein Bakterium ohne Zellmembran stirbt. Kann das nicht aushalten. Das ist der eine Effekt. Wir wissen auch, dass wir bis zu 12 mm tief reinkommen. Also bei allen tiefliegenden Entzündungen haben wir auch eine große Chance, die zu erreichen. Das ist der eine Effekt. Dadurch ist auch der Bürstenkopf immer bakterienfrei. Das haben wir mit dem Rasterelektronenmikroskop nachgewiesen. Die Entwicklung der Zahncreme, die Sie gerade angesprochen haben, die hat alleine 3 Jahre gedauert. Die Entwicklung der Borsten übrigens auch 1 Jahr. Das ist nicht so einfach, den Ultraschall zu 100% zu den Zähnen zu bringen. Da sind auf Stecknadelkopfgröße 3,5 Millionen Mikrobläschen. Und diese Mikrobläschen, die implodieren, das heißt, sie fallen zusammen und so, sorgen so wie so ein Staubsaugereffekt an den Zähnen, sorgen die für so einen Sogeffekt und ziehen da den vorher gelösten Dreck schon weg. Okay, also die Frage nach der Schädlichkeit, die wird dann auch steht quasi im Raum. Also Ultraschall hat ja schon mal den Ruf, dass es nicht besonders gesund ist. Und wenn ich mir das jetzt in den Mund reinhalte, was kann da passieren? Also Sie haben jetzt eben beschrieben, dass dadurch die Bakterien zerstört werden und in Kombination mit der Zahnpasta und diesen Bläschen, die sich da bilden, mikroskopisch klein, dass es eben zerstört wird. Aber hat es für mich jetzt irgendwie eine Auswirkung, wenn ich mir jetzt Ultraschall in den Mund reinhalte? Muss ich nicht irgendwie Angst haben, dass mir die Zähne zerbröseln mit der Zeit oder irgendwie das sonst wie mich belastet? Nein, es ist eine Frage der Leistung, da gibt es ja auch klinische Studien drüber und ich höre dann schon mal, ja, aber bei meinem Optiker, da steht ein Schild ganz groß dran, Achtung, den Finger nicht daran. Ja, genau. Halten. Ja, logisch. Ultraschall, Vorsicht, ja. Ja, ganz genau. Ist ja auch, nur Ultraschall wird ja auch in der Gynäkologie eingesetzt, um die Babys sehen zu können, die ersten Bilder, die hat jede Mutter dann irgendwann in ihrem Portemonnaie. Ja.
Es ist eine Frage der Stärke, die dahinter ist. Und wir arbeiten hier mit 0,2 Watt und bis 50 Watt ist Ultraschall vollkommen unbedenklich. Ah ja, und wie viel Watt hat die Zahnbürste? 0,2. 0,2, okay, also sehr, sehr niedrig. Ja, sehr niedrig, aber also ausreichend, weit weg. Ausreichend, um einen Reinigungseffekt zu erzielen, den man auch sehr deutlich dann schon spürt. Ja, okay. Also wie sieht das jetzt praktisch aus? Wie eine Zahnbürste im Mund rein und wie geht das dann? Wie ist der Ablauf? Ja, der Vorteil ist, es ist völlig ohne Abrasion, also keine Reibung, keine Schmirgelfaktoren. Wir haben auch in unserer Zahncreme überhaupt gar keine Schmirgelstoffe, keine Silikate, sodass wir die Zähne überhaupt nicht aufrauen. Und der Bürstenkopf ist immer bakterienfrei, es ist völlig berührungslos. Das heißt, da muss man sich so ein klein wenig umgewöhnen, reinhalten, stillhalten und freuen. Das ist für die ganz bequem. Ich sage schon mal Chill Cleaning, ja? Da kann ich bei chillen. Ja. Das ist einer der großen Vorteile auch bei Leuten mit Zahnfleischentzündungen. Da können Sie mit einer Zahnbürste nicht dran. Ja, was einfach und hier halten Sie schmerzt, die so gerade mal eben davor oder sogar Sie können die minimal weghalten oder so gerade, dass Sie denken, ja, ja, jetzt bin ich gleich dran. Die sind natürlich total glücklich. Und die Wirkung wird halt über den Ultraschall entfaltet und über die Mikrowelle. Und das schaffen wir alles ohne Schmirgelstoffe. Ja, okay. Selbst wenn Sie etwas essen, das mache ich schon mal auf den Messen, mache ich mir den Spaß, lasse die Leute die Zähne putzen. Oh ja, toll, ich sage, dann gehen Sie jetzt mal was essen, dann kommen Sie wieder. Ja. Und dann berichten die mir, ist ja unglaublich, ist immer noch glatt. Das heißt, sie sind auch begeistert und erzählen anderen Leuten von diesen Zahnbürsten. Ja, ich kriege ja auch die Rückmeldung, sowohl von Kunden, ich bin ja da praktisch Partner auch, und auch sowohl als auch von meinen Patienten, dass die einfach sagen, also ich bin total begeistert, ich gebe die auch schon mal raus bei meinen Patienten, ich sage, probieren Sie die erstmal aus. Und ich kriege immer Anrufe, dass die Leute sagen, ich bin total begeistert. Ich habe noch keinen einzigen Fall gehabt, wo jemand gesagt hat, mich überhaupt nicht überzeugt. Und die heftigste Rückmeldung, die ich bekommen habe, war auf einer Messe. Und da kommt auch meine Begeisterung her. Da sagt dann eine Kundin, nachdem sie wegen der Zahncreme gefragt hat, ich sage, Sie haben aber auch die Bürste, ja. Ja, wie sind Sie denn zufrieden? Da sagt die, hören Sie mal, die würde ich mit meinem Leben verteidigen. Die gebe ich nie wieder her. Die liebe ich ohne Ende. Ich sage, ja, wow, wieso? Da sagt sie, kann ich Ihnen sagen, ich habe eine schwere Kieferentzündung gehabt. Und kein Mensch hat die in den Griff gekriegt, sagt sie. Eure popelige Ultraschallzahnbürste hat dafür 2 Wochen gebraucht. Und das ist natürlich eine Rückmeldung, die gibt einem sehr, sehr gutes Gefühl. Ja, dass man was Gutes weitergeben kann. Ja. Gut, also für alle, die jetzt Interesse haben an dieser Ultraschallzahnbürste, die kann man überall im Internet bestellen, ja, ist das richtig? Ja, nur vorsichtig. Da kursieren also teilweise Nachbauten, teilweise Altgeräte, erste Generation. Das ist wie beim Golf 3 oder 4. Ja, mittlerweile gibt es einen Golf 7, die werden permanent verbessert. Und der sichere Weg ist halt über den Sie da vorschlagen wollen. Ne? Ja, genau. Wir haben nämlich extra einen Link eingerichtet, über den ihr diese Zahnbürste auch bestellen könnt. Ihr könnt sie, wie gesagt, überall sonst auch bestellen. Wenn ihr über diesen Link bestellt und ihr grün und gesund meine Arbeit, die ich hier betreibe, unterstützen möchte, dann bestellt gerne über diesen Link, dann erhalte ich sogar eine kleine Provision an dieser Zahnbürste. Da seid ihr auch sicher, dass ihr auch wirklich die aktuelle bekommt. Ansonsten, wie gesagt, wenn ihr Interesse daran habt, fühlt euch frei, danach zu gucken. Achtet bitte darauf, dass ihr auch das aktuelle Modell dann da bekommt, um wirklich auch die bestmögliche Qualität da eben zu haben. Genau. Okay, also ich hoffe, wir konnten ein bisschen sensibilisieren für diese Thematik Parodontitis, wie wichtig das ist, dass es wirklich Auswirkungen hat, nicht nur im Mundraum, sondern auf den ganzen Körper. Und das war mir einfach ein Anliegen, weil es einfach so eine große Reichweite ist. Und mit diesem Test, den wir jetzt eben auch hatten, diesen PerioSafe, den werde ich auch noch einmal linken. Vielleicht zeigen wir es gerade noch mal. Ja, das werden wir auch unten nochmal verlinken. Das könnt ihr auch bestellen im Internet. Und darüber könnt ihr einfach wirklich gucken, bin ich da betroffen? Und dann hat man einfach auch die Sicherheit und weiß ja oder nein und kann entsprechend dagegen steuern. Also, ganz herzlichen Dank an Sie, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns damit reingenommen haben, die Thematik. Und wie gesagt, wenn ihr noch Fragen habt, Kommentar gerne unten drunter unter das Video. Infos, Links gibt es alles drunter. Macht's gut, bis bald. Euer Andreas von Grün und Gesund.